Hoch die Hände, Abendschau. Wie schön, dass Sie es einrichten konnten. Ja, herzlich willkommen und einen schönen guten Abend. Wir gehen direkt zu einem absoluten Sorgenkind der Stadt, der völlig überlastete Maßregelvollzug. Eigentlich sollen dort verurteilte Straftäter aufgefangen werden, die nicht bei Sinnen waren oder sind, weil sie an einer Drogensucht leiden oder an einer psychischen Erkrankung. Und sie sollen dort auch therapiert werden. Tatsächlich aber ist der Maßregelvollzug völlig überbelegt und unterbesetzt. Seit Jahren schon schmeißen viele Pflegekräfte hin und jetzt reicht es sogar dem Chef. Nach dieser Hammerkündigung sind wir ganz Ohr am Montag, würde ich mal sagen. Jetzt aber werfen wir erstmal einen Blick auf die Meldung dieses Freitags mit Katrin. Der Senat sperrt rund ein Viertel der Wagen, die auf den Fahrdienstplattformen wie Uber, Freenow oder Bolt registriert sind. Der Grund sind fehlende oder falsche Genehmigungen. Das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten hatte zuvor alle registrierten Wagen überprüft. Hintergrund war ein Bericht von RBB24 Recherche, wonach mindestens 1000 Autos ohne gültige Konzessionen unterwegs sind. Nun hat das Amt festgestellt, dass es sogar mehr als doppelt so viele sind. Nach dem Hilferuf einer Pflegerin in einem Heim in Lichtenberg wird jetzt ein Todesfall aus der betroffenen Nacht untersucht. Dazu habe es einen anonymen Hinweis gegeben, teilte die Staatsanwaltschaft heute mit. Eine Pflegerin hatte Montagabend Polizei und Feuerwehr gerufen, da für die Nachtschicht keine qualifizierte Fachkraft eingeteilt war und sie die Heimleitung nicht erreichen konnte. Ob der Todesfall damit im Zusammenhang steht, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft prüft jetzt, ob sie Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung einleitet. Läuft bzw. fährt nicht so gut gerade bei der E-Mobilität. Tesla schaltete schon in den Krisengang. Staatliche Förderprämien gibt es auch keine mehr, was die E-Autos dann für viele unerschwinglich macht. Und sie gelten nach wie vor als ziemlich unzuverlässig. Immerhin kommen auf eine öffentlich zugängliche Ladestation in der Stadt im Moment um die 20 Elektroautos. Aber zumindest an diesem Punkt soll jetzt mal Tempo gemacht werden. Und die Klimaproteste direkt vor unserer Haustür oder besser die Proteste gegen das, was die Bundesregierung so gegen den Klimawandel ins Feld führt, zeichnen sich ja durch eine gewisse Formenvielfalt aus. Ne? Menschliche Straßensperren gibt es da, Farbattacken bis hin zu dem Hungerstreik, der gerade abläuft. Heute kam noch eine weitere, komplett neue Protestform dazu, der farbintensive Brückenwahlkampf. Und das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ich nehme Sie jetzt mit ins Jahr 2004. Das war das Jahr, in dem der Palast der Republik noch stand und das Regierungsviertel noch nicht. Mit anderen Worten, es ist verdammt lang her. Da hob in Schönefeld eine orangefarbene Preissensation ab, die seither Millionen in diese Stadt oder an einem Tag wie heute noch lieber von hier weggeflogen hat. Ein Blick zurück kommt jetzt auf 20 Jahre EasyJet und auf das, was folgen soll. Ich meine echt mal, wie viel wir so drehen und angeln an so einem Abendschautag. Ne? Überall schlechtes Wetter heute. Jetzt aber gibt es strahlende Aussichten, zumindest für einige. Ja, und die mögen Regen auch nicht so gerne. Mhm. Bauarbeiter könnten demnächst mehr Geld bekommen, denn im Tarifstreit liegt ein Schlichterspruch vor. Demnach sollen Beschäftigte im Bauhauptgewerbe zunächst 250 Euro pro Monat mehr bekommen. In einem nächsten Schritt sollen die Gehälter im Westen um gut 4,1% und im Osten um gut 4,9% angehoben werden. Die Gewerkschaft IG Bau hat dem Schlichterspruch bereits zugestimmt. Das Votum der Arbeitgeber steht noch aus. Bei einer Messerstecherei sind drei Menschen schwer verletzt worden. Offenbar gab es einen politischen Hintergrund. Drei Männer sollen in einem Hausflur in der Wichertstraße in Prenzlauer Berg einen Mann aus der rechtsextremen Szene überfallen haben. Das bestätigte die Polizei. Laut BZ soll er zu der rechtsextremen Partei Dritter Weg gehören. Die Angreifer stammten demnach aus der linksextremen Szene. Die Auseinandersetzung ging auf einem Spielplatz weiter und endete mit drei Schwerverletzten. Die Polizei ist gegen zwei mutmaßliche Waffenschmuggler vorgegangen. Mehr als 230 Einsatzkräfte durchsuchten gestern drei Wohnungen und eine Kleingartenparzelle in Berlin und eine Wohnung in Niedersachsen. Das haben Staatsanwaltschaft und Zollfahndungsamt heute mitgeteilt. Einer der Brüder wurde in Untersuchungshaft genommen. Gegen die beiden wird bereits seit einem Jahr ermittelt, auch wegen räuberischer Erpressung und Geldwäsche. Nach Schnitzeln jagen und nach Schätzen suchen, das kennen Sie wahrscheinlich vom letzten Kindergeburtstag. Geocaching ist das gleiche in groß für Erwachsene dann. Und jetzt kommt die Variante, bei der Geld gesucht und gefunden wird. Drei Berliner Studenten stecken der Stadt fast jeden Tag Geldscheine zu. Dann gibt es einen Hinweis im Netz und Tausende suchen mit.
Warum die mitmachen, ist natürlich klar. Aber warum haben die drei eigentlich Tag für Tag Geld zu verschenken? Wahrscheinlich geht es ihnen auch so. Der Krieg in der Ukraine, der ist nicht mehr so ein allgegenwärtiges Thema wie noch am Anfang. Aber er hängt über dieser Zeit irgendwie wie die Wolken heute. Bildet so eine Art Grundmelodie dieser Tage. Und heute wurde... Wir blicken noch ganz kurz aufs Wetter. Nach einer frostigen Nacht wird es morgen, Obacht, fast richtig schön. Kein Regen, vor allem zum Abend richtig sonnig, 10 Grad dazu. Und so bleibt es im Grunde dann auch in der Folge. Die Nächte werden frostig, die Tage kalt und dann auch nass. Und morgen kann es auch ein Flöckchen geben, 7 bis 10 Grad. So ungefähr pendelt sich das ein. Ja, und in dieser frostigen Nacht, in der vergangenen Nacht, ist sie verschwunden, die Plastikkuh, die eigentlich alle immer so freundlich begrüßt hat vor diesem Biomarkt im Moabit. Aber heute Morgen... Ja, war sie einfach weg. Ne? Eine Videokamera hat alles festgehalten. Schwarz vermummte Kuhdiebe haben sie weggetragen. Besonders frech, sie haben sogar noch Selfies gemacht. Oberrahmstufe der Dreistigkeit, finde ich. Ja, aber die Aufnahmen gehen wahrscheinlich jetzt direkt an die Polizei. Also vielleicht die Kuh heute Nacht einfach wieder zurückbringen. Ob sie wieder da ist? Wo, wenn nicht hier, werden sie es erfahren. Auf jeden Fall sehen wir uns morgen, beziehungsweise Volker Wiebrecht sehen Sie hier. Und tschüss. Tschüss.